So, servus liebe Leute, heute am 2. Januar, wo ich den Teil hochgeladen habe, beziehungsweise der ab dem 2. Januar zu sehen ist. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch in diesem Jahr. Ich will mal was ausprobieren. In diesem Jahr mal hier wieder richtig rege teilzunehmen. Und jetzt haben wir noch die ganzen anderen Geisterdämonen, die sich hinter diesem Felsen befinden. Und ich versuche mal hier rüber zu jumpen. Wo ist denn hier eine richtig gute Verengung? Ah, ich schätze mal, das machen wir mal so. Nein, klappte leider nicht. Mensch, Roland, warum geht das nicht? Aber auf jeden Fall werden wir uns mal hier... Weil da sind natürlich ziemlich viele. So, mal gucken. Hat mich jemand erspäht? Erspäht mich jemand? Hallo, ihr sollt mal mich erspähen. So, der hat mich jetzt erspäht. So, das heißt also, ich jumpe hier hoch. Wenn das flüssig läuft, will ich mich feststellen, ob der auch fliegen kann. Weil er hat ja Flügel, aber er kommt nicht hoch. Hey, crazy. Crazy finde ich das. Das ist doch toll. Dann machen wir gleich hier mal die Sprengpfeile drin. Nein. Werden wir dann hier mal den Herrn mal, Herrn Geisterdämon mal. Warum fliegst du hier nur dumm rum? Das ist doch doof. Schiet. Kommst du denn wieder? Das ist gut. Naja, super geil. Na, muss irgendwie eine gute Kante finden. Und der soll mir nicht so blöd rum. Ich habe genug Sprengstoffpfeile, kein Problem. So, ich will das erstmal hier an diesem hier ausprobieren. Es könnte natürlich eine langwierige Situation werden, weil der hier komische Punkte macht. Auf jeden Fall kommt er wieder zurück, das ist gut. Oder auch nicht. Ah! Der will mich zum Narren halten, liebe Leute. Das ist echt... Hehe. Jawohl. Okay. Machen wir einen kurzen Prozess. Und gut, ich habe für den Ring nicht an. So, da ist er wieder. Dann machen wir das nämlich so, dass wenn die Geisterdämonen nämlich nach und nach kommen, werde ich das auf die gleiche Art und Weise machen, wie ich diesen hier erledigt habe, liebe Freunde. Das würde ich mal so machen. Also im Off werde ich dann halt eben diese Geisterdämonen, die hier noch um die Ecke lauern und lustigst herumflattern, einfach anlocken. Also es sind hier noch, glaube ich, 3 oder 4 Stücke oder sowas. Gucken wir mal. Moment. Kann ja hier... Nee, geht irgendwie nicht. Ah, okay, der hat mich. So, dann machen wir das gleiche wieder wie eben. Und nur solltest du natürlich drauf. Ah. Oh, das war cool. Das war ein geiler Jump. Also, ich melde mich gleich wieder, wenn ich sie wieder mit dezimiert habe. So, 2 sind noch über. Der ist hier schon gut angeschlagen, aber den metzel ich mir doch lieber selbst weg. Oh, was eine Blutspur hier. Weg. Das war Nummer 1. Der andere ist hier um die Ecke. Will ich aber erstmal was trinken. Sodele. Also hier ums Eck ist auch noch einer. Den werden wir jetzt auch mal kurz... Der müsste nämlich auch noch... Genau, richtig. Ah, super blöd. Jetzt krallt er mich ein paar Mal. Also... Im ersten Moment ist das jetzt hier erstmal der letzte, also vor den großen Pfeilen da bei dem Feld, bei dem Schlachtfeld. Oh, das war wieder mal sehr... Nicht zu plündern. Sehr knapp, Leute. So, habe ich eigentlich nicht alle? Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Das ist gut. Ah, der hat mir noch gefehlt, richtig. Ich wusste nämlich, einen hatte ich nicht gelootet gehabt. Ja, trinken wir mal was. Jetzt wird's wieder ulkig, beziehungsweise ich warte ja noch auf irgendwelche Krieger, also als erstes mit Geisterdämonen auf Geisterdämonen zu treffen, das ist ein bisschen mir verwunderlich.
Ja, Warandkriegergeist. Warandkriegergeist. Wieso muss ich jetzt an irgendwelche Spirituosen denken? Noch ein Warandkriegergeist. Okay, wie gehe ich mit denen um? Wer ist jetzt der Erste? Wer will der Erste sein? Ich glaube, du willst der Erste sein. Okay, okidoki. Dann rennen wir mal ein bisschen. Pieken den mal an. Okay, und hauen mal ab. Und dann schauen wir mal, ob der Warandkrieger... Du sollst den anvisieren. Oh, hat der eine gute Klinge. Meine Herren, hat der eine gute Klinge, der Warandkriegergeist. Und einen guten Schlag hat er auch noch. Okay, versuchen wir es doch mal mit dem Spruch Untote vernichten. Vielleicht funktionieren die ja bei diesen Warandkriegergeistern. Kann ja sein. Moment mal, ist da vorne auch noch einer oder gucke ich falsch? Nee, ist eine Pflanze. So, okay. Da ist ja auch noch einer da hinten ins Eck. So. Gucken, ob die Distanz ausreicht. Der bleibt unbeeindruckt. Ich fasse es nicht. Okay. Jetzt mache ich es nochmal so. Also tut nicht. Untote vernichten funktioniert mit diesem Sprüchlein überhaupt nicht. Hahaha. Das heißt also, wir machen wieder den gleichen Kram, indem wir mal hier wieder auf diesen Fels klettern und darauf hoffen, dass der hier irgendwo... Wo ist er denn? Hallo? Wo bist du denn? Ist er jetzt weg? Ach, da ist er. Der ist da hängen geblieben. Och, das soll mein Schaden nicht... So, jetzt kommt er wieder. Ach, schade. So, da ist er. Oh, der ist da unten. Gucken. Ich hätte doch... Sorry, Leute. Ach ja, mein Schädel. Mein Schädel, liebe Leute. So, Sprengpfeil. So, bist du denn noch da unten geduldig am Warten? Das ist doch klasse. So. Flutsch. Ein bisschen mehr hier nach vorne gehen. Dann wird das auch was. Und so mache ich das auch mit den anderen. Mann, hat der eine gute Rüstung. So. Das ist für mich jetzt erstmal die sicherste Geschichte. Geister mit dem Feuer zu töten oder besser gesagt in Sinewana zu schicken. Finde ich ja auch mal lustig. Alter Zweihänder. Verschärft und vergiftet. Verschärft und vergiftet. Geschärft, meine ich. Okay, so mache ich das halt eben auch mit den anderen Geistern, die da gerufen worden sind. Das Lustige ist, wir haben es jetzt schon 4.34 Uhr, also es graut dem Morgen hier schon. Und schauen wir mal, ob wir denn noch die anderen kriegen. Ja, also die sind alle noch da. Und da ist noch was, wenn... Ja, da sind also ganz viele Warandkrieger-Geister. Ja, soll ich es aufnehmen? Ja, machen wir mal, oder? Ah, da hinten sieht ein anderer, der sieht anders aus. Okay, da ist er. Okay, können wir den schon mal ein bisschen hier vorbelasten? Ja, vorbelasten. Nicht schleichen. Oh, Pieks. So, und dann sofort hier ums Eck. Mal gucken, vielleicht bleibt er auch hängen. Damit ich... Ja, der bleibt hängen. Mal gucken, ob er dann halt eben eventuell... Nein, noch ein bisschen. Ah, shit. Also die Sch... Oh, 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 oh. Jetzt hat er sich wieder gelöst von dem Punkt. Schön. Luke ist natürlich auch gut, Freunde. Oh, oh. Jetzt kommt er nach. Wer ist als erstes fertig? Er war fertig. Mit seiner Existenz. Mit seiner geistlichen Existenz. Gut. Dann machen wir das mit den anderen auch so. Speicher mal, trink was. Das wäre dann Nummer 2. Okay. Suppi.
gucken wir uns wieder einen aus. Ah, diese Steinspitzen hier, richtig. Ich habe mir auch damals, wo ich das Areal zum ersten Mal betreten habe, habe ich mir gedacht, hier ist doch bestimmt später was los. Hier ist doch irgendwas gewesen. Okay, dann gucken wir mal ihn hier. Ist auf jeden Fall auch einer. Der wird nur nicht angezeigt. Hier, Hallöchen. Hier war doch einer. Oder ist jetzt die Uhrzeit weg? Gucken wir nochmal. 5.10 Uhr. Wahrscheinlich sind sie nur 4 Stunden hier. Das glaube ich nämlich auch. Leute. Was ist hier? Hier ist nichts. Also hier ist kein Geist mehr da. Wahrscheinlich zu spät. Zu spät. Genau. Dann machen wir Folgendes. Dann werden wir unseren kleinen Schlafsack auspacken aus Ziegenfell. Und mal nächtigen, würde ich sagen. Sup, sup, sup. Gib mir einen Sup. So, ach, da hinten in der Ecke ist er. Okay, da, okay. Jetzt müssen wir mal überlegen. Das ist jetzt so ein bisschen spät, 5 Uhr. Kann man bis abends schlafen? Nee, man kann ja nur lange schlafen und Nickerchen machen. Also, ausruhen und 4 Stunden ausruhen. Okay, dann mache ich das so weit, bis es wieder Nacht wird. So, Nickerchen mal gemacht. Das müsste jetzt so um 1 Uhr rum sein. Genau, 1.10 Uhr und ich kann kaum was sehen auf meinem Monitor. Ja, auf dem kann ich es... Ja, gut, also schauen wir mal. Jetzt müssen sie ja wieder da sein, ne? Ja, da ist wieder einer und ich weiß, dass hier einer war. Genau, richtig. Also da sind sie wieder, unsere Freunde. Unsere Randkriegergeister. So, da ist schon mal der erste. Hallo? Oh, bin gegen diesen blöden Stein geprallt. Dann schauen wir nochmal. Okay. So, und bitte wegrennen. Der braucht mal so lange, bis er mal in die Ruheposition kommt. Der Roland. So. Ach, Mist. Oh, er kommt hoch. Oh, das war wieder mal knapp. Und da ist er. Und bleibt irgendwie auch schön stramm stehen. Okay, ab und zu prallen meine Pfeile ab. Aber jetzt war Randkriegergeist wird erledigt. Mal gespannt. Alter, Zweihänder. Na, gibt's wieder nur einen geistlichen Knochen. So, dann haben wir ja noch den nächsten da zu holen, der irgendwo rechts ist. Wie viele sind es denn jetzt? Es dürfte ich den dritten erledigt haben, dann ist er der vierte. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, da ist er, da ist er. Jep, da ist er. Ich dachte, ich bräuchte hierfür starke Zauber. Da bleibe ich irgendwo wieder hängen. Also für diese Warandkrieger-Geschichten, Geister, dachte ich, ich würde starke Zauber brauchen. So wie es in der Beschreibung auch steht. Aber meistens löse ich sowas ja echt herrlichst konventionell. So. Da rutscht er wieder rum. Okay, ich glaube, das schafft er. Das schafft er. Genau. Ja, ne? Machen wir ein bisschen Feuer, ne? Ein bisschen Feuerwerk. Geistreiches Feuerwerk. Wo war's da schon? War das auch schon wieder hin? Okay, Jumpy Bambi. Warandkriegerknochengeister. Ja, ich bin wieder ein bisschen albern, ich weiß. Dann noch mal ein bisschen speichern, bevor wir weiter aufs Schlachtfeld ziehen. Denn, wo versteckt sich noch ein Nordmar? Ach, Nordmar, wie komme ich jetzt auf Nordmar? Nee, ich muss mich wieder ein bisschen einsprechen, ein bisschen Sprechübungen machen. So, Geist eines Paladins. Paladin, Palada. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir den aus der Entfernung mal ein bisschen anfeuern können. Nicht so ganz.
Also der wird bestimmt... Okay. Bleibt der hängen? Stopp! War wieder zu schnell, ne? Ja, ich war wieder zu schnell. Sonst hätte er ja hängen bleiben können, nicht? Schau mal, kommt der noch nach? Bleibt er hängen? Nö, er kommt hier so am Fuße des Felsens entlang. Genau. Mal gespannt, ob der ein bisschen mehr dabei hat als nur Knochen. So, jetzt bleibt er wieder da hängen. Gucken. Ja, der Pfeil geht hart an der Kante vorbei. Ja, das ist doch alles easy. Wozu Zaubersprüche? Los. Geist eines Paladins. Gewesen. So. Auch nur Knochen. Naja. Na, schauen wir mal, wie spät wir es haben. 2.16 Uhr. Naja, 2 Stunden haben wir noch Zeit, wenn das bis 4 Uhr gehen soll. Otter. So. Ich muss mich noch einsprechen. Und zwar für den Wirt in Nordmar. Deswegen hatte ich gerade eben die, diese Versprecher gehabt. Ich muss mich noch wieder hören. Hier ist wieder ein Geist eines Paladins, aber versteckt sich irgendwie dazwischen einer. Das ist die große Farage. Da? Ja? So, du bist aber näher als du. Dann nehme ich dich. Oder? Der ist als erstes gekommen. Habt ihr das vernommen? So viel Restalkohol. Im Geist des Weines. Ja, und in vino veritas heißt ja, nicht auf den Rücken hauen, sondern die Wahrheit liegt im Geiste des Weines. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Suppiduppidu. Ich stehe hier, was machst du? Du hängst da wieder nur rum. Und glotzt einfach dumm. Oh. Wo kommt er jetzt? Ja, er kommt. Oh. Also nochmal hoch. Sehe den Sternenhimmel. Und wieder. Feuer. Feuerio. So. Fertig. Wieso werden mir eigentlich die Dings nicht angezeigt? Die Pünktchen. Das ist jetzt. Da echt, ist nicht zu holen. Das ist echt ulkigst. Nicht zu holen. Da muss ich jetzt mal gucken. Nee. Also, 3460 Endzahl. Okay, 3460 sind die letzten 4 Zahlen, Ziffern, besser gesagt. So, dann warst du hier noch irgendwo dazwischen, genau. So, vielleicht gibt es noch irgendwie noch eine Steigerung von irgendwelchen barantösen Kriegern, Geister. So, wie sieht's denn aus? Kommst du denn mit oder was? Ach. Na, den hat's getroffen. Wie der das macht. Immer rennen und schießen. Rennen und schießen. Die Devise von Roland. So. Oh, der löst sich jetzt. Der löst sich jetzt richtig daneben. So hoch. Und da geht es hin. Die geistige Kraft. So. Jetzt gucken wir doch mal nach. 3460. Erfahrung. Also, ergo, für die gibt's keine Punkte. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Dachte, hier gibt's Experience Points. So, jetzt schauen wir noch mal. Ich hoffe, dass es noch welche gibt. Noch ein paar Geister. Da ist noch einer. Gut.
Barandkriegergeist. Da sind noch jede Menge. Okay. Wie kann man draufsteigen? Na? Wirst du wohl jetzt? Jetzt wollen wir mal gucken, ob er mich von da unten aus der schlagen kann. Okay. Ja. Hier bleibt er hängen. Ich kann ihn leider nicht heranzoomen. Ja, nee, das wird so nix. Schauen wir mal weiter. Okay. Mein Gott, sind die dusselig. Er kommt bei diesen verkohlten Brettern nicht vorbei. So. Zack. 3460 wieder. Also gibt es für die Geister 0 Punkte. Sorry, no points. So, was bekloppt es jetzt aber auch. Na, wo ist der nächste? Der war doch auch noch hier irgendwo. Na, bleibst du jetzt auch wieder irgendwo hängen? Ach, der bleibt hier auch noch im Fässchen hängen hier. So, da ist nämlich noch ein Fach. Oh, noch ein Paladingeist. Okay. So, wo kommst du denn auch nicht vorbei? Ich springe mal hier. Nee, oh, das geht ja nicht, wenn ich die Waffe gezogen habe. Ich dachte, ich könnte jetzt einen Hechtsprung machen. Das geht ja nicht. So, jetzt bleibt er nämlich an der Tonne hängen. Oder auch nicht. Oh, er trifft mich von da unten. Oh, da kommen ja noch mehrere. Nicht aufgepasst. Ja, da stehen nämlich noch 3er, Leute. 3er. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, beim Neueinladen hier mal... Oh, nee, ne? Okay, der bleibt da hängen. Das soll mein Schaden nicht sein. Ringender Pfeil. Oh! Tolle Nummer! Ich habe jetzt gerade echt... Ging es mir durch Mark und Bein. Okay, weißt du was? Kommst du auch hier vorbei? Er kommt vorbei. Okay. Er springt ja noch rum. Doch nicht so dumm, wie ich gedacht habe. Los! Für die gibt es keine Punkte. Es ist nicht zu fassen. Nochmal gucken. Ja, immer noch 34,60. Da, 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 da. Oh, jetzt fängt er noch an zu singen. Nein, ich singe nicht. Ich summe nur. Ah, okay. Wie haben wir es eigentlich? Okay, 3.54 Uhr. So, hier ist noch ein Geist eines Paladins und noch Barandgeistlich. Genau. Und noch mehr. Oh, jetzt kommen wieder 2. Das ist. Oh, da breitet das ihn vom Gesicht ab. Das ist ja der Herr. Das ist ja herrlichst. Oh, jetzt habe ich wieder 2 hinter mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die einfach mal so, wenn die Zeit reif ist, einfach so verschwinden. Weil eben beim ersten Durchgang waren sie auch nicht mehr da. Okay, noch ein Schuss. Keine Punkte. Finde ich nicht gut. Oder habt ihr das jetzt eventuell... Nicht zu holen. In der jetzigen neuen Version schon... Ach, hier ist noch einer. Verbessert, weiß ich jetzt nicht. Oder hat das einen Zweck, lieber Alain? Hat das einen Zweck? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, dieser Rückschlag ist natürlich immer doof. Das lässt ihn natürlich immer vom Felsen wegrücken. Also, fertig aus. Weitermachen.
So. Und dann dürfte nur noch einer übrig sein, also von den eben gesehenen. Okay. Eine Punkte. Null Punkte. Germany, 0 points. Alemania, 0 points. Ja, ich bin heute wieder ein bisschen albern. Ach ja, ich sollte mal speichern. Ja, gucken wir mal. Ist auch der letzte jetzt weg oder sind sie wieder weg? Ich habe fast das Gefühl. Nee, ist noch da. Ist noch hier. Noch einer? Sonst noch mehr? Ja. Okay. Gucken. Oh, ich kann sogar hier hoch. Aber wenn ich hier hochkomme, dann kommt er bestimmt auch. Ja, sorry. Das war ein freier Fall. Oh, welch Zufall. Mal gucken, ob er das auch so macht. Ja, er macht das nicht so wie ich. Und weiter geht's. Hier wieder einen auf den Rücken gekriegt. Nicht schön. Okay. Ja, sei doch mal nicht so, Roland. Ist viel zu riskant. Oder so. Okay, gehen wir ein bisschen nach links. Ach, jetzt ruckt der wieder nach. Die Geister, die ich rief, hauen mir wieder auf den Rücken. Ich muss weg, sonst geht's schief. So, Geist des Paladins, ich glaube, ich klatsch dich jetzt an die Wand. Wow. Jetzt gibt's plötzlich Erfahrung. Also hier ist doch was irgendwie Gag. Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Was ist er denn jetzt? Muss da noch ein Paladin dazwischen sein? Ah ja, der zweite Kopf ist doch hier. Genau. Richtig. Jetzt gibt's plötzlich... Ja. Versteht das einer. Jawoll. Jetzt ist ja hier riesig. 5:01 dämonische Geister. Okay, war hier nichts. Dann die Geister der Zoten. Gucken wir hier nochmal rein. Ist nichts Neues dazugekommen. Ich bin gespannt, ob da noch einer hier in der sengenden Sonne, in der Dämmerungssonne noch rumsteht. Jupp. Ja, da geht die ganze Folge hierfür drauf. Sorry, sorry. Aber das will ich noch eben erledigen. Das wird's wohl gewesen sein. Jedenfalls sehe ich hier nichts. Okay. Dann mache ich es wieder so, dass ich... Boah, bist du pieksig hier. Dass ich mich wieder hier in sicherer Entfernung mal schlafen lege und wieder bis Mitternacht ein Nickerchen mache. Okay. So. 1:06 wieder. Wir müssen nämlich sicher sein, dass hier wirklich kein Geist mehr herumkrebelt. Jetzt muss ich mal näher rangehen. Das ist die Standarte. Sieht aus wie eine Ulumulu, aber für eine Ulumulu ein bisschen zu groß. Ja, da ist noch einer. Ha, 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 ha. Okay. Warte mal. Lustig, lustig, tralalalala, Roland ist erstmal hier oben da. Kommst du auch hoch? Nö. Dann brauche ich nicht weiter wegrennen, ne? So. Mal gucken, vielleicht gibt es ja für diesen heiligen Geist, naja, heilig ist er nicht, aber nur von Innos, nee, von Innos nicht, Belia. Belia geheiligt. Okay. Okay, wieder keine. Punkte. Nee. Gibt keine Punkte hierfür. Okay. So, wo ist dein Schwertje? Da. Suppiduppidupp. Na, diese stacheligen Pflanzen hier. Oh hell. Wo geht's denn noch weiter? Schlachtfeld ist ja, hat ja hier schon sein Ende. Gucken.
Sieht das so aus, als wäre, sehe es so aus, als sind sie befreit, die Geister von mir. Du hast die Geister nicht richtig befreit. Warum? Du hast diesen blöden Feuerbogen genommen. Wird sie mit Zauber. Das wäre der Hammer. Mit Zaubersprüchen hättest du die vernichten sollen. Ja, habe ich doch versucht, ging nur nicht. Aber ich glaube, das ist, macht keinen Unterschied im Questverlauf. So, ja. Hier sind wir ein bisschen rumgerannt. Sind wahrscheinlich alle Geister verbannt. So ins Nirvana oder in Belias Reich. Ja. Also, nix mehr los hier. Ergo, zurück zur Festung Amana, aber nicht in diesem Outfit. Was natürlich logisch ist. So. Und jetzt aber. Immer gespannt. Wir müssen ja Belazar besuchen und mal eben kurz mal hier den Überblick wahren. Der ist ja im Türmchen. Ah, schön. Ich finde, das sieht gut aus. Ein bisschen staubig hier. Ah, ja, jetzt pennst du, Kyros, ne? Verdammt. Ja, ja. Was ist... Mal gucken, ob... Ah, Bela sah zu dieser Zeit. Ja, sorry. Heute eine sehr trunkenhafte Folge. Was natürlich nicht heißen will, dass ich jetzt hier volltrunken wäre oder bin. Es gab was zu feiern. Und das ist doch wohl erlaubt, oder? So, Bela sah. Da bist du ja. Aha. Verdammt, was ist los? Ja, Bela sah. Oh, aha. Die dämonischen Geister sind Todmeister. Gut, diese Prüfung hast du bestanden. Wenn du auch die anderen Prüfungen bestehst, darfst du in den Tempel von Ashtot. Andere Prüfung? Ja, wir haben ja noch eine andere Prüfung. Da müssen wir nämlich noch jemand anderen anquatschen. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich wieder herzlich, dass ihr wieder zusammen geguckt habt. Einen kleinen Kommentar und ein Däumelchen. Ist erwünscht. Macht's gut. Tschüss.